Hallöchen, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen bei Pandido Gaming und Angry Birds Epic, eines der geilsten Apps, die ich in letzter Zeit gespielt habe, und das ist ernst gemeint. Es macht so unglaublich viel Spaß und ich werde es euch auch beweisen, falls ihr erst jetzt zuschaltet. Weiter geht's nämlich im nächsten Fight. Wir haben unseren Ritter und unser Magier am Start und los geht's. Wir haben den Ritter schon einmal ausgerüstet bzw. verbessert. Oh, okay, wir geben uns erstmal mit unserem Magier unser Blitzschild. Und ehrlich gesagt auch das andere Schild, denn er ist wirklich schwach und wird dummerweise oft angegriffen. Okay, der fokussiert sich schon mal auf den roten, das ist cool. Ja, zack, siehst du, er greift direkt die Magie an. Mal gut, dass er beide Schilde hat. Die machen sich... Hier, schaut euch das an! Schaut euch das an! Ihr seid selbst dumm, Freunde, wirklich. Ihr macht euch halt selbst kaputt und jetzt ein Blitz und zack, war's das schon fast mit euch, ne? Du kriegst den hier ab, Kumpel, so. Du greifst bestimmt auch den Magie an. Achso, nee, der ist ja auf dem roten drauf, okay. Jetzt gehen wir alle auf den roten, wow. Zum Glück haben wir viele Hitpoints, Leute. So, Digga, jetzt mach hier Feierabend. Zack. Oh Gott, wie sie alle noch leben. Was? So knapp. Was ist das denn? Na gut, machen wir schon mal einen fertig. So. Magi hat noch Blitzschild. Das heißt, wer den jetzt angreift, der ist tot. Und, oh. Wow. Vorsicht, mein Freund. Vorsicht. Boom. Und, boom. Nein, er lebt noch. Was? Oh, Leute, das war knapp. Okay, das war's jetzt aber. Zack. Feierabend. 31. Kritisch. So sieht es nämlich aus. Aber ich glaube nicht, dass das 3 Sterne werden, Leute. Dafür habe ich doch ein bisschen viel Schaden eingesteckt, würde ich mal sagen. Ja, 2. Naja, gut. Ist okay. Kann man mit umgehen. Kann ich mit umgehen. Ah, wieder keine 3 Baumstämme bekommen. Nur ein paar Nüsse oder was das ist. Ein paar Samen. Die meisten Materialien und Zutaten lassen sich aus schlechteren herstellen. Aha, okay. Sagt mir nichts. Wow, magischer Kessel. Ist nur im Shop verfügbar. Hol ihn ja kostenlos. Okay. Magischer Kessel, Leute. Das klingt gut. Das klingt nach unser Magier. Ich liebe die Magier. Ich will was Besseres für ihn haben. Los. Magischer Kessel. Hier, oder was? Besonderes. Okay. Magischer Kessel. Aha. Braue nützliche Tränke. Hilfreich und lecker. Aha. Alles klar. Wir haben jetzt also einen magischen Kessel für Tränke. Nice. Hier ist er. So, was gibt es hier? Braun. Ach, dafür sind die Nüsse und so eine Faxen da. Und Bananen und weiß ja Geier, was wir da alles gesammelt haben. Zitronen, hier, schaut euch das an. Was haben wir denn jetzt hier gebraut? Ja, nimm mit. Was ist das? Bananensaft Rang 1. Heilt. Ah, ist ein Heiltrank. Nice, okay, dann machen wir doch direkt noch einen, oder? Heiltränke ist... Oh, nur ein Stern. Das ist natürlich doof. Da wäre ich gerne ein paar mehr gehabt. Bananensaft Rang 1. So, was gibt es hier denn noch alles? Erfahrungstrank. Leibspeise des mächtigen Adlers. Bananensaft. Und was ist hier? Achso, hier. Hier gibt es die Zutaten dazu. Aha. Wir haben zum Beispiel Samen. Kann nicht hergestellt werden. Was können wir damit machen? Eine grundlegende Alchemie-Zutat. Fast alle Landgebiete, Dorffelder und so weiter. Okay, Bananen. Aha. Bananen stellt man so her. Verstehe. Okay. Wisst ihr was? Dann lass uns noch einen Bananensaft machen. Das ist eh das Einzige, was wir gerade machen können. Achso. Es fehlen Zutaten. Ja gut, dann war es das, Leute. Dann war es das mit unserem Bananensaft. Oder überhaupt mit dem Saft. Okay, gut. Jetzt können wir also auch heilen. Perfekt. Es wird immer komplexer, Leute. Und das gefällt mir enorm gut, muss ich sagen. Ich liebe taktische Kämpfe. Und gut, weiter geht's. Wo geht's hin? Hier. Oh, hier ist irgendwas Großes, Leute. Hier kommt was Dickes auf uns zu. Es gibt auf jeden Fall eine Kiste als Belohnung, Leute. Hier kommt etwas Großes auf uns zu. Ja, da oben seht ihr. 1, 2, 3, 4, 5 Kämpfe müssen wir absolvieren. So, du gibst dir erstmal das Schild und du greifst mal direkt an. Zack. Mit einem 40er. Yeah, boy. Okay, so. Schluck das. Ah, ich hätte mir das Schild geben. Naja, ist egal. Mach mal im nächsten Kampf dann. Greif ihn noch an da unten, Mano. Na gut. So, du gibst ihm jetzt das Schild. Zack. Und du greifst an, haben wir das geklärt. Okay, nächster. Wichtig ist, dass beide das Schild haben. Denn so verletzen die Gegner sich alle selbst. Okay, das hier ist ein Fall für eine Magieattacke. Bam. Und du gibst bitte ihm ein Schild. Oh nein, er hat kein Blitzschild mehr. Jetzt wird er natürlich angegriffen. Na. Okay, haha, aber er hat ein Blitzschild. Schaut euch an, wie geil das ist. Die verletzen sich alle so heftig. Warte mal, wie lange habe ich das noch? Eine Runde, okay. Ah, wir können ja 2 Leute töten. Ich töte jetzt erstmal hier 2 Vögel. 2 Schweinchen. So, und du gibst dir bitte selbst ein Schild. So. Okay, jetzt greif an.
4. Ja, da kann ich mit umgehen. Das Schild ist einfach... Die Schilder sind einfach wirklich, wirklich gut. So, das müsste es für alle drei sein. No! Ah, okay. Er lebt noch ein bisschen. Aber nicht lange. Herr Halbtod ist unser erster Vogel, unser Ritter. Da könnten wir dann in Bälde mal einen Trank nehmen. Aber ich sehe... Okay, er ist ein Dicker. Ich sehe Folgendes. Ich gebe erstmal ihm ein Schild. Und wir nehmen dann die Chili auf unseren Ritter. Und der macht die jetzt mal richtig platt. 175, meine Herren. Okay, der braucht 3 Angriffe. Da können wir jetzt auf jeden Fall dann nochmal angreifen. Einmal, zweimal. Er braucht ja noch 2 Runden, bis er überhaupt angreift. Zack, seht ihr? Jetzt noch eine Runde. Das heißt, wir geben ihm ein Schild. Jetzt können wir uns ja mal gut aufpumpen hier. Wir geben uns selbst noch ein Schild. Und lassen ihn jetzt angreifen. Bäm! Okay. Ja, wir nehmen den Trank. Genau das hätte ich jetzt auch gemacht. Zack, wieder voll. Beinahe zumindest. So, du gibst dir ein Schild. Und du gibst ihm ein Schild. Jetzt sind beide voll geschildet. Wir sind bereit für den nächsten Kampf. Machen jetzt hier noch den Dicken fertig. Zack. Zack. Nein, noch nicht. Noch eine Runde Schild vergeudet. Naja, gut. Gib Schild. Greif an. Bam. War's das? Ja. Hammer. Okay. Fast Level 3, Leute. Fast Level 3. Ab in die nächste Ebene. 2 Ebenen noch. So. Oh, was ist mit ihm denn los hier? Harter Schlag. Verursacht 19 Schaden. Befehl zum Angriff. Befiehlt allen Schweinen zufällige Ziele anzugreifen. Und passiv für jeden besiegten Verbündeten erhöht sich der Schaden um 25%. Ulala, Leute. Okay, wir brauchen erstmal Schilde. Beide auf unseren Magier. Und dann lassen wir die mal angreifen. Auf jeden Fall werden sie selbst schaden. So oder so. Und der Dicke auch noch. Wow. Okay, okay. Alle auf den Magier. Na toll. Ja, komm, wir nehmen einen Trank für unseren Magier. So, und dann einmal angreifen, bitte. Zack. Okay, er hat noch ein Schild. Du greifst ihn an, dann haben wir schon mal einen weg. Und der Dicke, jetzt steigt seine Kampfkraft von dem Dicken, ne? Denn das sind seine Verbündeten, sind gestorben. Darum steigt seine Kampfkraft. So, du gibst ihm ein Schild. Der Magier ist wirklich genial, Leute. Ich liebe den Magier jetzt schon. Was heißt jetzt schon? Ich spiele ja schon eine Zeit lang. Der ist einfach nur genial. Tschüss, das war's. Haha. Nächstes Level, nächste Ebene. Eine noch. Okay, dann kommt zum Schatz. Oh, 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 was ist los? Oh, der hat auch einen Magier. Ein Kontermagier, Leute. Oh. Okay, was ist los mit dir? Zeig mir mal, was du hast. Fieser Hinterhalt, verursacht 3×12 Schaden und kann nicht mehr als 75 Schaden erleiden. Okay. So, du gibst dir ein Schild. Und dann machen wir die Chili auf ihn. Ach so, das war doof, Leute. Er kann nur 75 Schaden erhalten. Okay, das... Oh. Wow. Oh, Magier. Bleib am Leben. Oh, lala. Schnell, wir brauchen ein Schild auf ihm. So. Und du, Schild auf ihn. Okay. Dann lass mal die mal angreifen. Boah, Leute. Was hat denn der bitte für einen Schaden? Okay. Wir brauchen noch einen Trank. Ah, ich sehe schon, die Tränke sind wichtig. Okay, jetzt machen wir aber den Dicken platt hier. Zack, hier auf den Dicken. Jawohl, die Bomben sind weg, das ist gut. Jetzt greift irgendwen an. Wow, okay, nochmal neue Bomben, alles klar. Komm, wir ziehen es jetzt durch. Wir machen jetzt kein Schild, wir ziehen es jetzt durch, jawohl. Okay, wow, 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 Leute, das war ein harter Kampf. Level 3 erreicht, sehr nice. 3 Sterne, sehr nice. Und hier gibt es eine Kiste abzustauben, Leute. Komm, gib mir diese Kiste. Keine Kiste bekommen! Oh Mann, ey! Wirklich? Oh, wir können nochmal drehen. Okay, mach mal. Komm, ich will diese Kiste haben. Jawohl. Jawohl. Nice. Was da auch immer drin ist. 3 Tränke. Nice. Was ist denn das hier? Drehen? Schwert? Oh. Was ist das denn? Ach, nochmal kämpfen. Nee, das ist ja Quark. Nee, das brauchen wir nicht. Zurück zur Insel. Abbrechen? Ja. Haben wir ja eben schon, ne? Wir könnten den Kampf nochmal wiederholen, warum auch immer. Achso, klar, wenn wir es nicht schaffen. Ja, sicher. Okay, kleine Zwischensequenz. Haben wir einen neuen Vogel? Tippen. Okay. Okay. Hm.
Oh, das ist wohl das Finale da oben, was? Okay, der bringt unsere Eier weg und zwar da hoch. Oh Leute, die Karte ist noch so groß. Mein Gott, schaut euch das an. Irre. Was es hier noch alles gibt, Leute. Okay, da ist die nächste Station. Stufe Level 3. Leben und Angriffskraft aller Vögel erhöht. Nice. Oh, Vogelei. Du hast das erste Vogelei gerettet. 100 Schnäuzlinge. Was ist das denn? 100 Schnäuzlinge. Okay, Leute, das machen wir im nächsten Part. Wenn euch dieser gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar und abonniert den Kanal. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut, Freunde, und ciao.